Hi, ich bin Ilka und ich möchte euch zeigen, wie ihr ganz einfach und ganz schnell so eine ein wunderschönes Turban-Stirnband nähen könnt. Ist nämlich nichts dran und dann legen wir mal los. Ja, ich habe jetzt hier ein Stück Stoff und die Breite wird, also das Stück Stoff wird nachher, oder der Streifen wird zusammengelegt. Das heißt, das ist die fertige Breite des Bandes. Und die Länge ist natürlich von eurem Kopfumfang abhängig. Also messt es am besten mal direkt bei euch am Kopf aus. Ihr müsst natürlich nachher noch beachten, dass hier noch für den Knoten zusammengenäht wird. Also das heißt im Zweifel lieber ein bisschen locker abmessen als zu eng. Und lieber später nochmal nachnähen, weil ab ist ab. Gut, also rechts auf rechts zusammenlegen und mit einem elastischen Stich abnähen. Das habe ich jetzt hier mit der Overlock getan. Und dann wenden wir das Ganze jetzt einmal auf die rechte Seite. Und dann könnt ihr das jetzt entweder ausbügeln oder so hinlegen und ein bisschen ausstreifen, dass die Naht eben hier schön mittig liegt. Und dann macht ihr Folgendes. Ihr wendet das jetzt so rum, keine Naht, und packt die zwei Sachen zusammen. Also hier liegt die Naht, hier liegt die Naht. Und jetzt rutscht ihr einfach diese Seite so nach rechts, dass der Stoffbruch praktisch auf der Mitte liegt, dann schlagt ihr das verbleibende, ich halte es mal so, das verbleibende Stück nach hinten um. Dann habt ihr ein Sandwich und jetzt nehmt ihr das linke Stück und schlagt es nach vorne um. Nochmal, also Naht liegt auf Naht, dann schiebt ihr das Ganze auf rechts, bis der Stoffbruch auf der Mitte liegt, klappt das Teil nach hinten, das Teil nach vorne. Und das wird jetzt in die Maschine eingelegt und wird hier mit einem geraden Stich einmal abgenäht. Ich habe jetzt hier die Naht abgenäht. Da habe ich jetzt auch wirklich nur einen geraden Stich genommen. Jetzt schneide ich hier einmal die Nahtzugabe weg. Und jetzt ziehe ich das Ganze auseinander und habe dann diese wunderschöne Knotenoptik in meinem Band. So. Jetzt wird ein Schuh draus, dann muss ich das so ein bisschen ziehen, dass meine Naht, die soll natürlich jetzt dann innen liegen und dann muss ich das einmal drehen, habe ich diese wunderschöne Knotenoptik. Und die sieht natürlich je nach Stoff auch immer wieder anders aus, ob aus Jersey, aus Samt, aus einem Waffelstoff, aber das ist auch schon alles. Und damit kann ich nur sagen, falls euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like und dann mal nix wie ran, um Stoffreste zu verwerten. Viel Spaß!